Sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Untertitel, Ilke hat ihn schon genannt, vom Corona-Notfallunterricht zur Bildung in der digitalen Welt, ist natürlich eine Provokation. Denn was hat eigentlich Medienpädagogik schon mit Corona-Notfallunterricht zu tun? Und sogar bezüglich der digitalen Bildung denkt vielleicht nicht jeder und jede gleich an die Medienpädagogik. Was, wenn Sie mich fragen, aber ein Fehler sein könnte. In diesem Eröffnungsvortrag geht es aber natürlich nicht nur um die aktuellen Herausforderungen oder die KMK-Kompetenzen, die natürlich im Titel stecken, sondern ich versuche, die Medienpädagogik auch im Weitwinkel zu betrachten und damit auch eine begriffliche Basis, soweit die Idee, für die nachfolgenden Veranstaltungen beizutragen. Und dann fragte ich mich, was passiert hier eigentlich gerade? Ja, okay, wir leben in einer herausfordernden Zeit. Schon im Frühjahr haben wir uns alle primär online getroffen, im Homeoffice gearbeitet, in Moodle und Zoom studiert und naja, Kitas und Schulen geschlossen. Und hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, was passieren muss, damit das öffentliche Leben derart herunterfährt, Kitas und Schulen schließen, ehrlich gesagt, ich hätte keine Ahnung, keine Antwort gehabt. Und oftmals wurde gesagt, Corona wirkt wie ein Brennglas. Also viele gesellschaftliche Probleme, wie zum Beispiel, man denke an die Entlohnung im Pflege- und Gesundheitssystem, Massentierhaltung oder prekäre Arbeitsverhältnisse, die ja schon lange bestehen, wurden dadurch nochmal deutlicher sichtbar, finde ich. Und man könnte sagen, die Pandemie zeigt, wie weit soll und ist Zustand auseinanderdriften. Die Pandemie zeigt aber auch, welchen Stellenwert die Medien in unserer menschlichen Kommunikation heute einnehmen. Schon in den letzten Jahrzehnten wurde übrigens auch in Wellen immer wieder deutlich, dass unsere Kommunikation und Interaktion in immer weiter zunehmender Weise durch Medien geprägt wird. Und diese Entwicklung begann mit einem Medium, an das man vielleicht heute gar nicht so denkt, wenn von Medien die Rede ist. Ich meine, einige von Ihnen kennen das noch, das Buch. Also bis zur Erfindung des Buchdrucks war die menschliche Kommunikation immer persönlich bzw. individuell. Man könnte zum Beispiel an die klassische Vorlesung denken. Das war ein Lehrender, las aus seinem Buch vor und seine Schülerinnen und Schüler schrieben mit in ihren Büchern. Und wenn die Schüler selbst irgendwann Lehrende waren, lasen sie eben aus diesen Büchern vor, die sie vorher ja selbst verfasst haben. Streng genommen ist also eine Vorlesung kein Lehrformat, sondern eher so eine Art historisches Speichermedium. Mit dem Buchdruck wurde das Buch zum wesentlichen Speichermedium. Und da man es vergleichsweise günstig herstellen konnte, hatte dank des Buchs weit mehr Menschen Zugang zu Bildung, als es zuvor möglich war. Und nicht zuletzt ermöglichte dadurch auch das Buch die allgemeine Alphabetisierung und auch die Schule. Ein Ort übrigens, an dem das Buch heute immer noch Leitmedium ist. Das Buch, man könnte es genauso gut Zeitung, Fernsehen oder das Radio nennen, sind sogenannte Massenmedien. Massenmedium ist ein Medium, das von wenigen Personen gestaltet wurde, um viele Personen zu erreichen. Also zum Beispiel eine Autorin verfasst ein Buch, das von zahlreichen Menschen gelesen werden kann. Die nächste Wende, nämlich die vom Massenmedium zum partizipativen Medium, bricht mit diesem unidirektionalen Kommunikationsverhältnis. Also mit der Fotografie zum Beispiel, mit der Film- oder mit der Videokamera konnte dann jede Amateurin, jeder Amateur zum Medienproduzenten werden. Noch etwas deutlicher wurde dieser Wandel durch das Web 2.0, das Web, wie es manchmal bezeichnet wird in der Medienpädagogik, zum Mitmachen. Und dies ist eine Wende, die besonders für Demokratisierungsprozesse und auch die Medienpädagogik natürlich von Bedeutung war und vor allem auch ist. Und so wünschte sich zum Beispiel Bertolt Brecht hier links im Bild in seiner Radiotheorie, den Rundfunk von einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln und damit den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen. Und Dieter Barke forderte den Menschen als kommunikativ kompetentes Lebewesen und aktiven Mediennutzer, die technischen Instrumente zur Verfügung zu stellen, die ihn befähigen, sich über das Medium auszudrücken, also teilzuhaben, man könnte auch sagen, zu partizipieren. Und in den Anfängen der Medienpädagogik stand daher die Frage, was machen die Medien mit uns, also wie wirken Medien auf uns
Und seit den 1970er, 1980er Jahren trat dann eine weitere Frage in den Vordergrund, eben mit diesen partizipativen Medien. Was können wir eigentlich, was können wir Menschen mit den Medien machen? Und mit dieser Frage dann natürlich auch die Möglichkeit handlungsorientierten Unterricht und solche Ansätze wie zum Beispiel aktive Medienarbeit, von denen Sie bestimmt schon gehört haben. Sie merken, hier könnte ich noch viel erzählen, aber meine Zeit ist knapp und die Mediengeschichte geht natürlich weiter. Und die führt uns zum digitalen Medium und damit zur Frage, was ist eigentlich digital und was ist ein digitales Medium? Eine umfängliche Klärung dieser Frage führt über die technologischen Prinzipien wie zum Beispiel Universalität und Binarität, Automatisierung, Programmierbarkeit, Mobilität und Vernetzung, sowie natürlich die Metaprozesse Mediatisierung und Digitalisierung. Und Sie merken sicherlich gerade, wie gut, dass ich diesen knapp einstündigen Vortrag nur im Weitwinkel betrachte, denn sonst hätten wir ein zeitliches Problem. Und noch einmal kurz zurück zur ersten Folie. Ich sagte ja, dass im Laufe der gerade knapp skizzierten Medienentwicklung die Medien in stärkerer Weise menschliche Kommunikation prägen. Wenn Sie sich noch einmal in die kurze Mediengeschichte in Erinnerung rufen, dann stellen Sie fest, dass Medien uns in immer umfänglichere Gestaltungsmöglichkeiten gaben, einräumten. Gleichermaßen aber auch die Abhängigkeiten von Medien in modernen Gesellschaften dadurch immer größer wurden. Versuchen wir ein einfaches Beispiel, nämlich just diese Situation, in der wir uns gerade befinden. Ein Vortrag in einer hochschulübergreifenden Vorlesungsreihe. Sie alle wären heute wahrscheinlich nicht hier, wenn die Vorlesung in einem normalen Semester entweder in Potsdam oder in Kaiserslautern stattfinden würde. Vermutlich wäre auch ich nicht hier, da ich nämlich vorher und nachher noch Lehrveranstaltungen habe. Vielleicht gäbe es auch gar keine hochschulübergreifende Veranstaltung. Und dann noch kurz zu den Abhängigkeiten. Vor meinem Fenster hier direkt, vielleicht hört man es auch ein bisschen, finden gerade Straßenbauarbeiten statt. Und im Sommer hatte ein Bagger ausgerechnet meine Telefonleitung, gleichbedeutend eben mit dem Internetanschluss, gekappt, mitten währenddessen ein Seminar lief. Und wenn das gleich nochmal passieren sollte, dann wissen Sie alle sofort, was ich mit den Abhängigkeiten meine. Ich beschreibe es aber mal besser nicht und mache ganz schnell weiter. Im Weitwinkelmodus wage ich mal die These, dass wir ohne Medien im Lockdown tatsächlich sozial isoliert gewesen wären. Oder andersherum, Social Distancing war einigermaßen erträglich, da wir dank der Medien nur physisch, aber auch nicht sozial isoliert waren. Naja, und zumindest diejenigen, die über Medien verfügen und sich einigermaßen mit ihnen auskennen. Und damit wird der Aspekt der Möglichkeit gleichermaßen auch der Aspekt der Abhängigkeit nochmal deutlich, finde ich. Und da die Möglichkeiten nicht für alle Menschen gleich sind, sind die Auswirkungen der aktuellen Herausforderung so derart unterschiedlich. Um auf diese unterschiedlichen Bedarfe aufmerksam zu machen, mit dem Ziel, aus der Krisensituation heraus zu lernen, haben zahlreiche Fachgesellschaften und Initiativen Positionspapiere verfasst. Hier sehen Sie zwei Papiere aus der medienpädagogischen Community. Links das Papier der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, GMK. Und auf der rechten Seite das Papier der Initiative Keine Bildung ohne Medien, an dem ich auch mitwirken durfte. Und interessanterweise werde ich als Medienpädagoge immer wieder gefragt, ob ich mich über die Entwicklung freue, weil unser Fach ja dadurch eine etwas umfängliche Relevanz bekommt. Und darüber muss man tatsächlich mal nachdenken. Irgendwie stimmt es natürlich, dass heute Menschen Medien nutzen, die sich vorher noch eher abgewendet haben. Also Sie alle kennen bestimmt zahlreiche Beispiele aus der Familie oder auch aus beruflichen Kontexten, auch von der Uni. Also vielleicht die Oma, die immer sagte, was will ich mit WhatsApp oder FaceTime oder Tinder? Oder dem Dozenten, der immer diese vergilbten Overhead-Folien aufgelegt hat. Alle kommunizieren, unterrichten und lehren plötzlich online. Unglaublich. Man könnte auch so sagen, heute gibt es keine Bildung ohne Medien. Ich glaube, im Laufe meines Vortrags wird noch deutlich werden, dass es nicht erst seit Corona so ist. Denn Bildung brauchte natürlich schon immer Medien. Aber zurück zur Frage. Also ob diese Abhängigkeiten sowie das Kennenlernen der neuen Möglichkeiten den Medieneinsatz im Bildungsbereich und die Medienpädagogik voranbringt. Für mich persönlich war die Umstellung auf Telefon- oder Videokonferenzen keine so richtig große Umgewöhnung. Ich
war zum Beispiel im Wintersemester in den USA und in Sydney, und die umfangreichen Vorklärungen fanden alle per E-Mail und per Videokonferenzen statt. Denn auf 20-stündige Flüge verzichte ich nicht nur, weil es extrem anstrengend ist, gerne, sondern natürlich auch für die Umwelt. Und ich finde es dann auch eine ganz gute Entwicklung, die wir gerade haben, dass man nochmal stärker darüber nachdenkt, ob man wirklich für eine dreitägige Tagung nach Chicago fliegen muss zum Beispiel. Und auch im Vorstand der GMK, dem ich bis 2019 angehörte, und auch im Lenkungskreis von Keine Bildung ohne Medien, treffen wir uns mindestens einmal im Monat zu Arbeitstreffen, um zum Beispiel solche Positionspapiere, die Sie gerade sehen, zu verfassen gemeinsam. Und was wäre das für ein Zeitaufwand? Was wären das für Kosten, für eine Umweltbelastung, wenn alle Kolleginnen und Kollegen einmal im Monat an einem Ort zusammenkommen aus ganz Deutschland? Und auch in der Hochschullehre war die Umstellung natürlich nicht unproblematisch, aber verhältnismäßig einfach. Und vor allem, sie war möglich. Also hier sehen Sie ein Vorher-Nachher-Bild meiner Einführungsvorlesung, einmal in der Aula der PH Ludwigsburg mit knapp 400 Studierenden und einmal per Zoom von diesem Semester. Und obwohl ich bereits über einige Praxis verfüge, war doch meine Lernkurve relativ steil in dem letzten Winter, im letzten Sommersemester. So lernte ich zum Beispiel, dass die Einführungsvorlesung, dass ich die Einführungsvorlesung in einen Flipped Classroom umbauen kann, dass sie für die Teilnehmenden sogar einen didaktischen Mehrwert bietet. Oder hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, ob ich meine Forschungswerkstatt, das ist ein Masterseminar mit starkem Forschungsbezug, in ein Online-Format umbauen kann, ich hätte wahrscheinlich in den Kopf geschüttelt und gesagt, geht nicht. Jetzt bin ich schlauer. Es geht. Ja? Ich bin überzeugt, dass Sie wahrscheinlich alle ähnliche Erfahrungen im letzten Sommersemester gesammelt haben. Und vielleicht haben wir im Rahmen des Austauschen ein bisschen Gelegenheit, so die eine oder andere Erfahrung zu teilen. Aber es gibt auch gesellschaftliche Bereiche und Bildungskontexte, in denen es eine Videokonferenz nicht ganz so leicht wie das physisch gemeinsame Lernen. Ich denke dabei zum Beispiel an die Schule und vor allem an die Grundschule. Hier zeigte sich schon im Sommer, dass eigentlich an allem fehlte. An Infrastrukturen und Geräten, an technischer und didaktischer Unterstützung der Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitung und an grundlegenden Kompetenzen der Lehrerinnen und vor allem auch der Lernenden. Und auch Ideen, diese Mängel, die ja bereits wirklich seit mehreren Jahrzehnten bestehen, innerhalb kürzester Zeit auszugleichen. Ich würde im Laufe des letzten Schuljahres nicht selten gefragt, ob ich es begrüßen würde, dass nun jeder Unterricht medial bzw. digital stattfinden würde. Und hierzu muss man auch ganz klar sagen, das war Notfallunterricht, wie es eigentlich korrekt heißen müsste. Und natürlich kein Unterricht mit und über Medien und übrigens auch kein digitaler Unterricht. Trotzdem konnten wir aus den Erfahrungen der Schulschließung wichtige Erkenntnisse gewinnen, nämlich zum Beispiel, dass die Lehrerinnen und Lehrer über eigene Medienkompetenz verfügen, medienpädagogische Kompetenz sowie mediendidaktische Fertigkeiten haben, sich viel leichter getan haben mit der Umstellung von Präsenzunterricht auf Remote Teaching. Und die Schulträger, die ihre Schulen bereits vor Corona mit einer Lernplattform ausgestattet haben, viel leichter mit ihren Schülerinnen und Schülern in Kontakt bleiben konnten, währenddessen andere Schulen die Eltern mit E-Mails und Aufgaben bombardierten. Die Erkenntnis ist, mit Medienpädagogik hat Notfallunterricht tatsächlich wenig zu tun. Aber medienpädagogische Kenntnisse und Erfahrungen der Lehrenden waren sehr hilfreich im letzten Sommer. Wenn also Notfallunterricht bestenfalls einen Teilbereich der Medienpädagogik berührt, was bitte ist dann die Medienpädagogik? Und schauen wir uns dazu eine etwas ältere Definition an. Wolfgang Neubauer und Gerd Tolucieki definierten die Medienpädagogik so. Der Begriff Medienpädagogik ist ein Oberbegriff für alle Fragen der pädagogischen Bedeutung von Medien. Das ist eine Definition aus 1979, die auch 40 Jahre später meines Erachtens mit sehr wenigen Worten die Medienpädagogik ziemlich gut auf den Punkt bringt. Und wenn Sie sich jetzt nur die zuvor genannten Entwicklungen zum Medienwandel in Erinnerung rufen, hier nochmal die zentralen Stichworte, dann wird deutlich, dass mit der steigenden Bedeutung von Medien in allen Lebenszusammenhängen natürlich auch die pädagogische Bedeutung von Medien viel umfänglicher geworden ist. Das heißt, wenn Sie heute an Medien denken, sich zum Beispiel das Medienensemble im Kinderzimmer vorstellen,
dann entspricht das nicht der Vorstellung von Medien, die Wolfgang Neubauer und Gerhard Tulezeki 1979 gesehen hatten. Und zu diesem Medien, zu diesem medialen Wandel in der Kommunikationswissenschaft, in der Medienwissenschaft und in der Medienpädagogik wurden umfängliche Studien angefertigt. Ich selbst habe vor etwa 10 Jahren eine Mixed-Method-Studie durchgeführt und konnte belegen, dass nicht nur das Medienensemble sich erweitert hat, sondern auch die Funktionen von Medien in der menschlichen Kommunikation ändern. So zum Beispiel, dass visuelle Medien künftig nicht mehr nur unterhaltende, narrative, registrative Funktionen übernehmen, sondern zunehmend auch appellative und konnotative Funktionen. Vereinfacht gesagt kann man sagen, wir kommunizieren nicht nur mittels Sprach- und Schrifttexten, sondern zunehmend auch mittels Bildern. Bilder, die zwar authentisch auf uns wirken, die aber nicht unbedingt echt sein müssen und eventuell Interessen bestimmter Personen oder Gruppen beinhalten, wie zum Beispiel diese 3 Beispiele, aber sicher kennen Sie noch viele, viele andere. Dabei braucht man für die absichtsvolle Bildmanipulation nicht mal Photoshop oder ähnliche Grafikprogramme. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild gesehen haben, dieses Bild mit den Wartenden vor einer, glaube ich, Bäckerei war es. Und da hatte ein Fotograf den Ausschnitt extra so gewählt, dass es so aussah, als ob die Menschen keinen Sicherheitsabstand halten würden. Und ganz viele haben sich dann darüber, über dieses Bild aufgeregt. Tatsächlich aber ging es um was ganz anderes, nämlich um eine ganz einfache Form der Bildmanipulation über die Perspektive. Also wenn Sie diese beiden Stifte hier nehmen, die ich jetzt in einem gebotenen Sicherheitsabstand halte und mich leicht drehe, dann verschwindet dieser Sicherheitsabstand. Und genau das Gleiche hat dieser Fotograf auch gemacht. Und während wir also über umfangreiche Erfahrungen mit textkodierten Kommunikationsformen verfügen, ist die Nutzung visueller Codes zur Kommunikation, also der Umgang mit der konnotativen Funktion von Bildern und Videos sowie deren wissenschaftlichen Reflexion vergleichsweise jung. Also man könnte sich fragen, was versteckt sich eigentlich hinter den Aussagen transportierter Bilder in Nachrichtensendungen oder denken Sie zum Beispiel auch an YouTube, Inhalte, die eher unbewusst wahrgenommen werden. Oder was sagen Bilder in Instagram aus, ohne ein einziges Wort? Und mit dieser Erweiterung des Medienbegriffs und mit der erweiterten Funktion von Medien für Individuen, für Gesellschaften und so weiter, musste natürlich auch die Definition in der Medienpädagogik weiterentwickelt werden. Und just genau das ist natürlich passiert. Hier sehen Sie eine 32 Jahre jüngere Formulierung von Gerd Tulezeki. Medienpädagogik umfasst alle pädagogisch relevanten und potenziell handlungsanleitenden Sätze mit Medienbezug und deren Reflexion unter Einbezug empirischer Forschungsergebnisse und normativer Vorstellungen beziehungsweise medienkundlicher, medientheoretischer, lern- und lehrtheoretischer sowie sozialisations-, erziehungs- und bildungstheoretischer Grundlagen. Sie sehen, da ist einiges passiert. Und ich denke, im Rahmen des heutigen Vortrags kann ich leider nicht umfänglicher auf dieses wirklich sehr gehaltvolle Zitat eingehen. Aber auch schon ohne eine intensive Betrachtung merken Sie im direkten Vergleich dieser beiden Zitate bereits, dass sich zwischen den Jahren 1979 und 2011 nicht nur in Bezug auf den Medienbegriff, sondern auch in Bezug auf die Medienpädagogik selbst einiges verändert hat. Etwas plakativ vielleicht, aber wirklich ohne Übertreibung könnte man sagen, dass wir zu jedem einzelnen dieser Adjektive eine einzelne Vorlesungsreihe starten können. Und diese Breite und Komplexität in der Medienpädagogik zeigt sich auch in der disziplinären Verortung der Medienpädagogik. Sie sehen hier, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die multiperspektivischen Sichtweisen und Zugänge sowie die multidisziplinären Zugriffe auf die Medienpädagogik. So gibt es Erziehungs- und bildungswissenschaftliche bzw. allgemeinpädagogische, medien- und kommunikationswissenschaftliche, literaturwissenschaftliche sowie medienpsychologische und soziologische Bezüge innerhalb der Medienpädagogik. Und für diese heute etwas eher einführende Betrachtung will ich die Komplexität wieder ein bisschen einfangen und ein bisschen reduzieren, ein bisschen runterholen. Vorausgeschickt will ich aber, dass das gilt, was natürlich bei einer didaktischen Reduktion und bei einer Arbeitshypothese immer gilt. Diese holzschnittsartigen Vereinfachungen haben natürlich immer Lücken. Und die Medienpädagogik kann im Weitwinkel betrachtet in 2 große Strömungen eingeteilt werden.
Der wäre zunächst das Lernen über Medien, die Medienerziehung bzw. die Medienbildung. Und auf der anderen Seite dann die Mediendidaktik, also das Lehren und Lernen mit Medien. Und da die Mediendidaktik im Kontext der vorherigen Ausführungen schon angesprochen habe und sie im Laufe dieser Vorlesungsreihe bestimmt noch einmal intensiver, soweit ich zumindest das im Programm sehen konnte, Ihnen begegnen wird, möchte ich nun einen genaueren Blick auf das Lernen über Medien richten. Und damit auf die Zielperspektiven der Medienpädagogik. Es geht um Medienkompetenz und Medienbildung. Und von diesen Begriffen haben Sie bestimmt schon gehört. Entgegen alltagspraktischer Annahmen aber geht es hierbei nicht nur um die gute Mediennutzung oder die perfekte Handhabung, sondern es geht um ein höheres Ziel. Es geht um Mündigkeit und Sozialität und das im Kontext mediatisierter Lebenswirklichkeiten. Um dies zu kennzeichnen, gab es lange Zeit nur einen Begriff. Das war die Medienkompetenz. Und in den 1990er und 2000er Jahren kam dann ein weiterer Begriff dazu, die Medienbildung. Diese Begriffe wurden eine lange Zeit innerhalb der medienpädagogischen Community sehr kontrovers diskutiert, zum Beispiel in diesem sehr lesenswerten Buch von 2011. Und zu diesen Begriffen, ihren Historien sowie zu den konzeptionellen Stärken und Schwächen könnte man nochmal eine eigene Vorlesungsreihe machen. Ich möchte daher auch im Weitwinkel bleiben, also einen Schritt zurück machen, also den Fokus in dieser Einführung wieder auf den Weitwinkel stellen. Und in diesem Weitwinkel zeigen sich einfach Mündigkeit und Sozialität, die sich hinter diesen Zielperspektiven befinden. Das heißt also, Ziel der Medienpädagogik und vor allem des Lernens über Medien ist also die sozial handlungsfähige Persönlichkeit. Und dieses Ziel wäre eigentlich ganz easy zu erreichen, wenn sich diese Welt nicht immer verändern würde. Haben Sie vielleicht noch mal im Hinterkopf die ständige Dynamik der Medienentwicklung, die wir schon thematisiert haben. Einfacher ausgedrückt könnte man sagen, Medien verändern die Welt, unsere Gesellschaften und uns selbst. Und damit befindet sich auch das, was soziale Handlungsfähigkeit ausmacht, in einem steten Wandel und ist entsprechend auch für ein Individuum zeitlebens nicht abgeschlossen. Und da es sich bei den Medien heute nicht mehr nur um massenmediale Unterhaltungsmedien handelt, sondern Medien unsere Kommunikation und Interaktion beeinflussen, gilt das Ziel des sozial handlungsfähigen Subjekts für alle Menschen. Und diese Sichtweise führt zu einem Begriff, den Sie sicher zum Beispiel in der Vorlesung Allgemeine Pädagogik oder in Bildungswissenschaften bestimmt schon gehört haben. Es geht um Sozialisation. Und in der Beschäftigung mit der Sozialisationstheorie ist Ihnen diese Grafik bestimmt schon begegnet. Sie stammt aus dem Buch Sozialisationstheorie des Kollegen Klaus Hogelmann aus Bielefeld. Und diese Grafik visualisiert die Sozialisationsinstanzen und zeigt deren Bezug zur Persönlichkeitsentwicklung. So zeigt sie zum Beispiel Familie und Freunde als sogenannte primäre Sozialisationsinstanzen, die einen direkten Bezug zur Persönlichkeitsentwicklung haben. Zweite Sozialisationsinstanz ist dann Kindergarten und Schule. Und mich interessiert jetzt gerade in diesem Vortrag heute besonders die Einordnung der Medien, die Sie hier als tertiäre Sozialisationsinstanz sehen. Und ich frage mich, ob diese Verortung wohl zutreffend ist. Und möchte so einen kleinen Ausflug mit Ihnen gemeinsam unternehmen. Ich möchte so einen ethnologischen Blick auf unsere Gesellschaft werfen, um zu prüfen, ob Medien wirklich in den tertiären Sozialisationsinstanzen zu finden sind. Und vielleicht haben Sie auch schon eine Idee, was wir da herausfinden werden. Das ist Niki. Niki ist Jazzsängerin und Niki sagte vor einigen Jahren im Zeitmagazin, dass sie als 12-Jährige irgendwann aus Neugier Jazz googelte und daraufhin eine bekannte Jazzsängerin wurde. Okay, an diesem Beispiel erstaunt eigentlich gar nichts. Ich möchte mit diesem Beispiel, das auch hätte ein ganz anderes sein können, zeigen, welche Relevanz digitale Medien für unsere Weltwahrnehmung haben. Dieses Beispiel überzeugt nämlich noch ein bisschen mehr, wenn ich verrate, dass Niki aus Kanada stammt und zwar just in Montreal aufgewachsen ist. Und das ist genau die Stadt, in der weltweit das größte Jazzfestival stattfindet. Das heißt also, um mit Jazz in Verbindung zu kommen, hätte Niki einfach vor die Tür gehen müssen.
Ich halte fest, digitale Medien beeinflussen in hohem Maße unsere Weltwahrnehmung. Und dass digitale Medien nicht nur unsere Welt bestimmt, sondern auch bereits die Lebenswelten der Jüngsten, das zeigt dieses Bild. Die vierjährige Jördis hat einen Laptop gemalt, auf dem ein Prinzessinnenfilm läuft. Marshall McLuhan wäre begeistert. Und damit zur nächsten Beobachtung. Vor einem halben Jahrhundert wurden aus Medien Kommunikationsmedien. Und dieses Kommunikationsmedium entwickelt sich nun, vor allem in seiner vernetzten und mobilen Form, zu einem omnipräsenten Werkzeug. Die Werkzeuganalogie mag vielleicht dem einen oder anderen etwas antiquiert klingen, aber sie macht deutlich, dass das Medium nicht nur dann beteiligt ist, wenn wir Umwelt wahrnehmen, also im Fall von Niki, sondern auch dann, wenn wir unsere Umwelt aktiv gestalten. Mit dem Aufkommen der rezeptiven Medien können wir nämlich nun das Objekt der Wahrnehmung auch direkt beeinflussen, es manipulieren, wie der Paderborner Informatiker Reinhard Keil sagt. Damit können digitale Medien nicht nur wahrgenommen, rezipiert werden, sondern wir können sie eigenhändig manipulieren, gestalten. Und mit eben diesen neuen recht neuen Gestaltungsmöglichkeiten erfüllen sich die Wünsche dieser beiden Visionäre, die ich Ihnen anfangs schon kurz vorstelle. Und damit zur nächsten Beobachtung. Auch das Bild kennen Sie vielleicht schon. Der Papst ist tot, heißt es, 2005. Hier sehen Sie ein Bild von Gläubigen, die zur Aufbahrung des verstorbenen Papstes nach Rom gekommen sind. Und ich möchte Sie auf die hellen Spots im Bild aufmerksam machen. Hier und da sehen Sie beleuchtete Displays von Fotohandys. Und kaum 8 Jahre später sieht die Welt dann so aus. Das ist ein Bild aus 2013, der Wahl von Papst Franziskus. Und Sie sehen, es wurde heller. Ich meine das gar nicht kirchenpolitisch. Es handelt sich aber nicht um Kerzen, sondern um die Displays von Smartphones. Und wir können wieder festhalten, digitale Technik ist omnipräsent. Aber was änderte sich wirklich? Geht es wirklich um ein technisches Gerät? Naja, in jedem Fall geht es nicht um ein Gerät, sondern hier sehen Sie eine Grafik, die zeigt, wie sich die Mensch-Computer-Relation bereits verschoben hat und weiterhin verschieben wird. Noch vor wenigen Jahren arbeiteten mehrere Menschen an einem Computer. Man denke an Terminals in Banken oder in Unis konnte man früher Rechenkapazitäten buchen. Dann gab es den persönlichen Computer, den Personal Computer. Und heute genügt vielen von uns nicht mehr nur ein Gerät. Und dabei meine ich aber nicht nur Smartphone, Tablet, Laptop, PC, zu Hause, auf der Arbeit und so weiter, sondern die weniger sichtbaren Computer. Motorsteuerung, Bremsassistenten im Auto, Haus- und Heizungssteuern, intelligente Zahnbürsten, Kühlschränke und so weiter. Und es ist ziemlich absehbar, dass in nicht allzu ferner Zukunft beinahe jeder Gegenstand des täglichen Lebens einen Computer enthalten wird und diese Geräte untereinander vernetzt sein werden. Und die technische Vernetzung auch eine soziale Vernetzung in ganz neuen Dimensionen ermöglicht. Und damit nichts Geringeres als eine Erweiterung von Raum und Zeit. Nun haben ja die Medien schon immer räumliche und zeitliche Dimensionen beeinflusst. Bereits wenn man ins erste technische Medium denkt, die Schriftsprache, löste zeitliche Dimensionen auf. Also der Geschichtenerzähler, der irgendwann nicht mehr war, seine Geschichten konnten weiterleben. In Büchern, vielleicht in Bildern und so weiter. Und so war beispielsweise soziale Eingebundenheit bisher immer an räumliche Nähe gebunden, während wir uns heute durch das Netz und nicht zuletzt auch durch soziale Netze kontextbezogen und interessengeleitet ganz neu vernetzen können. Und durch diese Konvergenz von physischen und Online-Wirklichkeiten können wir Grenzen überwinden und damit neue Formen der Vergesellschaftung erleben. Stark verkürzt, also wie im Weitwinkel, ist dann damit gemeint, dass sich Menschen heute nicht mehr nur in ihrem regionalen Umfeld vernetzen, sondern zunehmend auch nach Themeninteressen. Und eine ganz neue Dynamik erhielt diese Vernetzung zwischen Menschen durch die aktuellen pandemiebedingten Einschränkungen. Wir müssen uns alle bezüglich physischer Kontakte gerade zurückhalten, aber diese umfängliche Nutzung von Online-Formaten führt dazu, dass sich weitere themenbezogene Verknüpfungen ergeben. Und ein geradezu ideales Beispiel, finde ich, ist diese Veranstaltung und auch die Tatsache, dass in diesem Sommer und Herbst zahlreiche Tagungen online stattfanden. Dies ermöglicht mir zum Beispiel und zahlreichen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ihre Communities zu erweitern. So war ich nur in diesem Sommer zugleich in Sydney, Wien, Chicago, Singapur, London, Bochum, Paderborn, zweimal in Münster und gerade in Potsdam und Kaiserslautern zugleich, obwohl ich immer auf diesem Stuhl hier gesessen habe.
Und das alles fast klimaneutral. Abschließend aber noch eine ganz andere Beobachtung und eine recht aktuelle, die wiederum an die einführenden Gedanken anschließen soll. Die Relevanz von Medien für die menschliche Kommunikation hat ja in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen, bis sie dann in diesem Frühjahr einen bisher ungekannten und kaum vorstellbaren Höchststand erreichte, über eine längere Zeit. Und gerade wieder kommunizieren, lehren und lernen wir ausschließlich medienbasiert. Das ist natürlich nicht freiwillig und auch nicht unbedingt zur Freude von Medienwissenschaftlern und Medienpädagogen. Aber das war, weil das ist natürlich eine bedrohliche Lage, der wir ausgesetzt sind und alles, was da wirtschaftlich und entsprechend sozial und persönlich noch entsprechend nachkommt, kaum abzusehen ist. Aber zumindest aus soziologischer Perspektive ist dieses unfreiwillige Großexperiment dann doch interessant. Und da möchte ich nochmal an die These erinnern, wenn wir nicht auf digitale und vernetzte Medien zurückgreifen könnten, wären wir nicht nur physisch, sondern auch tatsächlich sozial isoliert. Die Möglichkeiten sind also absolut zu begrüßen, aber gleichzeitig erhöhen sich dadurch auch die Abhängigkeiten von Technik und Medien. Also, soweit die knappe und keineswegs vollständige ethnografische Beobachtung zu den aktuellen medialen Entwicklungen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Folie. Wir haben ja diesen kleinen Ausflug unternommen, um zu prüfen, ob Medien wirklich zu den tertiären Sozialisationsinstanzen gehören. Und wenn ich das beobachte, nun mal ganz kurz zusammenfasse, stelle ich fest, Kinder und Jugendliche wachsen zunehmend in einer von Medien durchdrungenen Welt auf. Medien, die wohlgemerkt die heranwachsenden Rollenvorbilder und Wertvorstellungen anbieten, aber gleichermaßen auch Ausdrucksmöglichkeiten und umfängliche Gelegenheiten zur Kommunikation und Partizipation. Hier so ein wirklich ganz schneller Einblick in die aktuell möglichen Rollenvorbilder. Man kann also konstatieren, dass digitale Medien einen festen Platz in der Lebenswelt von Heranwachsenden, so wie eigentlich uns allen, haben und inzwischen in allen Sozialisationsinstanzen präsent sind. Und überträgt man nun diese Erkenntnisse in die Grafik von Klaus Hurelmann, müssten die Medien eigentlich über die Sozialisationsinstanzen hinweg quer angelagert sein. Das heißt also, dass sie gleichermaßen in Familie, in der Schule, in Berufs- und Freizeitkontexten präsent sind. Aber Medien sind in unseren Gesellschaften nicht nur omnipräsent, sondern auch ihre Funktion änderte sich in den letzten Jahren. Von dieser Studie habe ich Ihnen ja schon kurz erzählt. Wesentliche Erkenntnis war die Funktionsänderung von Medien am Beispiel visueller Medien, die zunehmend zur menschlichen Kommunikation herangezogen werden. Und nun konzentrieren sich meine bisher hier angestellten Überlegungen aber nur auf den medialen Wandel, also den Prozess der Mediatisierung. Im letzten Jahrzehnt gab es aber noch einen anderen Prozess, einen anderen Metaprozess, und gemeint ist die Digitalisierung. Wobei, ich finde den Begriff der Digitalisierung ziemlich irreführend. Wer mich vielleicht etwas besser kennt, weiß, dass ich nicht nur Soziale und Medienpädagogik sowie Erziehungswissenschaften und Soziologie studiert habe, sondern zunächst habe ich Nachrichtentechnik studiert. Und als Elektrotechniker weiß ich, dass unter Digitalisierung eigentlich der Übertrag analoger Erscheinungsformen in diskrete Werte gemeint ist. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Zur Digitalisierung von Musik wird das Analogsignal in binäre Werte übertragen. Also Einsen und Nullen, man könnte auch sagen, Spannung liegt an, Spannung liegt nicht ein. Das ist eigentlich Digitalisierung. Und mit diesem Wissen verwundert es, dass der Begriff der Digitalisierung gerade in der öffentlichen Diskussion für Gesellschaften, Kulturen und im Bildungsbereich angewendet wird. Denn so easy, wie das hier so mit den analogen Signalen in dem binären Code funktioniert, funktioniert das natürlich nicht mit komplexen Konstrukten wie Gesellschaften, Kulturen, Unternehmen, Hochschulen oder auch Schulen. Und aus diesem Grund finde ich den Begriff des digitalen Wandels viel treffender, auch weil er deutlich macht, dass Digitalisierung nicht nur eine Aufgabe für Technikerinnen und Techniker und Informatikerinnen und Informatiker ist, sondern eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und vor allem eine Bildungsaufgabe. Aber dazu gleich mehr, und dann zeige ich auch die Folie nochmal, dann können Sie den Rest auch lesen. Um nämlich den digitalen Wandel und die mit ihm verbundenen Bedeutungen für Bildungskontexte besser nachvollziehen zu können,
möchte ich Ihnen kurz ein Interaktionsmodell vorstellen, das die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine visualisiert. Die erste Herausforderung war aber bei dieser Interaktion von Mensch und Maschine, dass wir es zugleich mit zwei Unbekannten zu tun haben. Also sowohl der Mensch als auch die digitale Maschine selbst sind zumindest auf den ersten Blick und für die meisten von uns eine Art Blackbox. Und wie kann man eine Schnittstelle zwischen zwei Systemen genauer anschauen, wovon beide Systeme unbekannt und entsprechend unbestimmt sind? Interessanterweise gab es vor 40 Jahren in der Netzwerktechnik ein ganz ähnliches Problem. Und die Herausforderung war, die Verantwortlichkeiten und Schnittstellen innerhalb eines physischen Netzwerks klar zu definieren. Der Wunsch war, die Weiterentwicklung technischer Infrastrukturen und Anwendungen zu begünstigen. Und die Idee war, die Kommunikation innerhalb eines technischen Netzwerks in Schichten, genannten es Layer, zu unterteilen und diesen Layern eine spezifische Funktion und Aufgaben zuzuteilen. Ergebnis war das OSI-Modell, das Sie hier in einer etwas reduzierten Form auf vier Schichten sehen. Und dieses kurz vorgestellte OSI-Modell stand Pate bei diesem Interaktionsmodell, das ich nun durch die kurze Analyse begleiten soll. Sie sehen hier die Maschine unten, das technische Gerät, und oben ist der Mensch. Das rote Feld ganz unten symbolisiert die technische, die physikalische Basis der Maschine. Hierunter fallen technische Hardware, physikalische Netze und zur Hardware gehöriger Programmcode. Und gelb ist die Applikationsebene für die Software. Und gemeinsam bilden das rote und das gelbe Feld die digitaltechnische Basis der Maschine. Und im Übergang zum Menschen befindet sich das blaue Feld, die mediale Oberfläche. Als Medium verstehe ich hier jegliche Art von Codierung, die eine Interaktion mit der Maschine ermöglicht. Also Zeichen, Symbole, Texte, Töne, Bilder, Bewegtbilder und so weiter. Und das Medium bildet die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Und das ist eigentlich bereits die erste Erkenntnis, die dieses Modell bietet. Okay, auf den ersten Blick erscheint es ein bisschen banal, aber ich möchte sie dennoch nicht unerwähnt lassen, weil gerade wenn man an Diskurse, an aktuelle Diskurse in der Öffentlichkeit um das Digitale denkt, das Medium häufig unterbelichtet wird. Und da zeigt es, das Medium ist die Schnittstelle. Und deswegen eben sehr wesentlich. Und der erste Modus ist entsprechend konsequent, dann die Rezeption des Mediums. Die entscheidende Frage in diesem Modus ist, was machen die Medien mit uns? Also wie wirken bestimmte Repräsentationsformen auf den Menschen? Und die konsequente Forderung aus der pädagogischen Perspektive ist entsprechend, wir müssen alle zu kritischen Rezipienten werden. Der kritische Rezipient, also als klassische pädagogische Zielperspektive, soll verhindern, dass wenige Menschen erneut, wie es leider schon mal passiert ist, diesen Landes, viele Menschen mit gefährlichen Utopien instrumentalisieren können. Und dieses Leitbild galt daher lange Zeit als medienpädagogisches Ideal. In Anbetracht ganz aktueller gesellschaftlicher Entwicklung scheint es aber kaum an Relevanz verloren zu haben. Hier ein paar typische Beispiele zu diesem ersten Modus. Es geht um Lesen, es geht um Schauen eines Films, das Hören von Musik und so weiter und so weiter. Nun interessiert gerade uns Medienpädagogen und Medienpädagogen heute nicht nur, was Medien mit uns machen, sondern vor allem, wie Menschen Medien souverän zur Verfolgung ihrer eigenen Ziele und Bedürfnisse nutzen, selbst medien- und gesellschaftsbezogen reflektieren können. Das heißt, es geht darum, was wir mit den Medien machen können und damit um kreatives und partizipatives Medienhandeln. Und diese Einflussnahme des Menschen auf die Maschine bezeichne ich hier als produktives Medienhandeln. Und das wird im Modell durch den zweiten Pfeil visualisiert, der verdeutlichen soll eben, dass nicht nur Medien auf uns einwirken, sondern auch wir das Medium beeinflussen können. Nun könnte man sagen, okay, mediales Handeln, also das Produzieren und Distribuieren von Medien, ist ja schon lange möglich. Eine manuelle Manuskripterstellung oder eine Flugblattherstellung in der Druckerpresse oder auch Fotos mit einer Polaroid-Kamera oder Ähnliches, das ging doch eigentlich schon immer. Ja? Aber es war zeitaufwendig und es brauchte Spezialwissen und spezielle Geräte. Und das hat sich geändert. Auch hier abschließend ein paar unsortierte und natürlich auch unvollständige Beispiele zum zweiten Modus. Kommunikation und Kollaboration gehören dazu, Generierung von Content, Kommentierungen und die kreative Gestaltung natürlich von medialen Artefakten. Und in der aktuellen Kompetenzdebatte und in der medienpädagogischen Diskussion auch, endet üblicherweise die Betrachtung der Mensch-Maschinen-Schnittstelle
eben nach diesem zweiten Modus. Das heißt, darunterliegende Ebenen bleiben in der Regel unberücksichtigt. Ein Blick in die üblichen Kompetenzmodelle zeigt das ganz gut. Links sehen Sie hier die Kurzform des Kompetenzmodells, das die Kultusministerkonferenz, die KMK, im Rahmen ihrer Strategie Bildung in der digitalen Welt im Jahr 2016 vorlegte. Und auf der rechten Seite finden Sie das Positionspapier der Länderkonferenz Medienbildung, LKM, zur schulischen Medienbildung, die in der Ausgestaltung der KMK-Kompetenzen sicher Pate gestanden hat. Das sehen Sie zum Beispiel hier, wenn man nochmal genauer hinschaut. Das sind die zentralen Handlungsbereiche der LKM, des LKM-Papiers. Es geht um Information, Kommunikation, Präsentation, Produktion und Analyse. Und es kommt einem doch dann schon sehr bekannt vor. Und wenn man noch einen Schritt weiter zurück macht, also in das Original, das Medienkompetenzmodell von Dieter Barke, von dem Sie bestimmt auch schon gehört haben, dann zeigt sich darin das historische Fundament dieser gerade vorgestellten Modelle. Und dieses Modell wurde in den letzten 4 Jahrzehnten wurde es ausgestaltet, weiter begründet, sowie in zahlreichen Modellen weiter verfeinert. Und die Idee aber auf der Medien, die Idee der Medienkompetenz fußt auf dem Konstrukt der kommunikativen Kompetenz und soll entsprechend die Mediennutzenden befähigen, sich mit den zur Verfügung stehenden medialen Möglichkeiten souverän umzugehen und sich in einer medialen Welt zu orientieren. Und Dieter Barke selbst spricht hierbei von medienbezogenen Handlungskompetenz. Und entgegen dem in der öffentlichen Diskussion oft verkürzten Verständnis auf medientechnische Fähigkeiten geht es auch hier um die bereits kennengelernten übergeordneten Ziele, ne, wie Sie in der LKM-Kompetenzen gesehen haben, oder eben die übergeordneten Ziele Mündigkeit und Sozialität. Wenn man also jetzt davon ausgeht, dass die Medienkompetenz die Fähigkeit eines Menschen bezeichnet, Medien und digitale Werkzeuge souverän für die eigenen Ziele und Bedürfnisse zu nutzen, aber man dann noch berücksichtigt, dass die technologischen und technischen Prinzipien das Medium beeinflussen und über das Medium ja dann in dem Moment auch uns beeinflussen, wie wir in dem Modell sehen konnten, dann benötigt das Konzept der Medienkompetenz eine Erweiterung. Und das zeigt dieses Interaktionsmodell, denn gerade in Anbetracht der Analyse sogenannter digitalisierungsbezogener Kompetenzen, in englischsprachigen Ländern macht man es sich leichter, da heißt es Digital Literacy, muss die Betrachtung noch ein bisschen tiefer gehen, und zwar auf die Ebene der Applikation, also dem dritten Modus der Mensch-Maschine-Interaktion. Menschen können nämlich nicht nur Medien manipulieren, sondern aufgrund der Softwarebasis digitaler Medien auch das digitale Gerät selbst. Ich nenne das produktive Technikhandeln. Und das funktioniert in 2 Ausprägungen, das mache ich mal schneller mit den Beispielen, nämlich bis hin auch runter noch eine Ebene tiefer in die technisch-physikalische Basis der Maschine. Und ganz praktisch wird das zum Beispiel möglich durch offene Werkstätten, sogenannte Maker-Spaces. Die sind Orte, an denen jede und jeder Zugang zu Produktionsmitteln und industriellen Produktionsverfahren erhalten kann. Und die Maker-Culture, die Maker-Bewegung zeigt, dass man auch einen Schritt weiter, also noch einen Schritt tiefer gehen kann und eben auch die technische Basis, nicht nur Medien, sondern eben auch die technische Basis kreativ gestalten kann. Und das ist überhaupt nicht unwesentlich, denn schauen wir nochmal ganz kritisch auf unsere Gesellschaft, dann stellen wir fest, dass wir immer mehr uns in Abhängigkeiten gegenüber Medien und Techniken begeben. Wir nutzen Medien und Technik immer intensiver, da sie uns, unser Leben, unser Arbeiten unterstützen, wie zum Beispiel gerade jetzt. Aber die Frage ist, wer entwickelt eigentlich diese Technik? Und welche Interessen verbergen sich hinter Daten, Software und Technik? Wer achtet darauf, was die Big Five der Internetindustrie eigentlich dürfen? Und damit befinden wir uns historisch genau an dem Punkt, an dem die Philosophen der Frankfurter Schule ihre Kritik an der Kulturindustrie verbalisierten und die kritische Medientheorie prägten. Nur geht es eben heute nicht mehr um die Medien, sondern auch um die Technik hinter den Medien und die Technologie. Und problematisch ist nämlich, wie seinerzeit auch Medien von einer kleinen Gruppe der Medienschaffenden produziert wurden, dass die technisch Handelnden bisher nur technisch ausgebildeten Expertinnen und Experten waren. Und im Ergebnis führt das dazu, dass die technologische und die technische Entwicklung bisher kaum bezüglich ihrer Kultur- und gesellschaftstheoretischen Bedeutung diskutiert wurde. Und hier sehen Sie, wird ein dringender Nachholbedarf sichtbar.
Und das erklärt zum Beispiel auch, warum uns der digitale Wandel gerade so sehr fordert. Das zeigt sich in Fragen beispielsweise, was darf eigentlich KI? Wer übernimmt Verantwortung Maschinen, die lernen können, die sich selbstständig Handlungsanweisungen geben, wie beispielsweise selbstfahrende Autos? Wer trifft die ethischen und juristischen Entscheidungen, auf deren Basis unsere Welt technische informatische Modelle abbildet und überführt werden? Und so weiter und so weiter. Wir haben nämlich die Technik immer nur genutzt und das Nachdenken darüber anderen überlassen. Vielmehr gilt aber, wer die Modellierung der Domänen- und Architekturmodelle vornimmt, wer kodiert oder die und der bestimmt, wer oder wie unsere Welt von morgen aussieht. Und entsprechend erfordert der digitale Wandel, dass die kreative Gestaltung von Medien und Technik als neue kulturelle Praxis etablieren, allen Menschen ermöglichen, Technologieentwicklung und Technik zumindest grundlegend zu verstehen und sie dadurch zu befähigen, sich aktiv am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen. Und hier sehen Sie, eigentlich schon wieder schließt sich ein Kreis, denn zentral ist nach wie vor die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit bzw. Mündigkeit und Sozialität, nur eben in einer Welt, die durch Medialität und Digitalität geprägt ist. Und damit möchte ich langsam meinen Vortrag ausklingen lassen, aber nicht ohne noch ein allerletztes Mal auf den Weitwinkelmodus zu switchen. Denn eigentlich geht es um nichts Geringeres als um die Frage, wie wollen wir künftig leben? Und aber auch, welches Wissen und welches Können benötigen Kinder und Jugendliche, um im digitalen Zeitalter aufzuwachsen, sich zu bilden und für ein souveränes Miteinander einzubestehen? Oder anders formuliert, aber mindestens genauso wesentlich, glaube ich, welchen Bildungsbegriff wünschen wir uns eigentlich für die Zukunft? Sie merken, es gäbe noch viel zu erzählen. Die Zeit ist fortgeschritten. Vielleicht ist es mir gelungen, Sie ein wenig neugierig zu machen. Ich habe Ihnen auf jeden Fall noch ein paar Empfehlungen zum Weiterlesen zusammengestellt. Da kann ich kurz durchklicken und wenn es Sie interessiert, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass Sie die Folien bekommen und dann das entsprechend nochmal weiterlesen können. Das war sozusagen der Werbeteil. Und wer lieber schaut als liest, dem sei dieser Videochannel empfohlen. Denn da habe ich ein paar Vorträge und ein paar Vorlesungsvideos gesammelt. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht genug haben. Und in diesem Sinne, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke sehr herzlich für Ihr Interesse und stelle mich jetzt gerne Ihren Fragen. Ja, vielen Dank, Thomas Knaus, für den Vortrag und die vielen Hinweise und Einblicke auch, was zu diesem Gegenstand alles mitgedacht werden muss oder müsste. Verehrte Studierende, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier noch einige Fragen zu stellen. Und wir werden sehen, ob wir an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig Klärung und Austausch ermöglichen können. Los geht's! Also ich denke, man könnte jetzt ausholen bis hin zur Aura von Walter Benjamin. Mhm. Aber ich denke, wir befinden uns ja mittendrin in diesem, ich hatte es ja genannt, in diesem unfreiwilligen Großexperiment, in dem wir genau diese Erfahrungen sammeln. Und was ich dabei ganz interessant finde, ist sozusagen, ich kann das natürlich so nicht einschätzen, noch nicht abschließend, vor allem auch was diese pandemiebedingten Einschränkungen mit uns anfangen, auf längere Sicht auch gesehen. Aber was ich zum Beispiel erlebe, ist, dass mit der zunehmenden Handlungspraxis, die ich selbst mit diesem Medium bekomme, sehr viel kompensiert wird, was ich normalerweise eigentlich eher einem physischen Bereich zugeordnet hätte. Also will sagen, wenn wir jetzt sozusagen uns treffen und ich halte einen Vortrag, dann ist natürlich ein Vortrag so, wie ein Vortrag eben ist. Man ist relativ weit voneinander entfernt. Aber ich treffe mich zum Beispiel auch mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich im letzten Wintersemester in Sydney zusammengearbeitet habe.
Und wir haben mittlerweile so einen Austausch, es geht natürlich auch um die Schwierigkeiten, die aktuell sind. Und so einen Austausch auf einer Ebene, in dem ich sagen würde, mir persönlich fehlt da zum physischen Austausch, also wenn wir jetzt gemeinsam einen Kaffee trinken würden, fehlt mir kaum etwas. Also man fühlt sich dann trotzdem so nah zueinander, als ob man gerade gemeinsam jetzt in einem Café sitzen würde. Einzige Schwierigkeit jetzt gerade bei der Kommunikation mit Sydney ist halt immer die zeitliche, also dass es einige Nachtschichten da drauf gehen. Aber ich will sagen, ich glaube, es steht und fällt in hoher, also in starker Weise damit, wie wir gewohnt sind, miteinander umzugehen und ob wir sozusagen neue Handlungspraxen entwickeln können, die sozusagen ganz viel kompensieren können, was wir üblicherweise in einem physischen Kontakt zugesprochen hätten. Und das, glaube ich, ist einfach, ja, wir werden sehen, wohin uns das führt und was, ich meine, ich erinnere mich an die Diskussion 1980er Jahre, diese Diskussion um das Fehlen sozialer Hinweisreize, das zum Beispiel im Kontext von Telefonie und im Kontext von gerade E-Mail auch aufgekommen ist. Und ich kenne selbst einige Kolleginnen und Kollegen, die so tolle E-Mails schreiben, dass man das Gefühl hat, als ob man sich direkt persönlich unterhalten würde. Wir haben aktuell in Ludwigsburg die Herausforderung, dass wir haben ein Projekt, da geht es um Making in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Und wir machen jetzt, wir haben ursprünglich das als Präsenzseminar geplant und dann kam entsprechend Corona und jetzt versuchen wir, Making, also diese Erfahrung versuchen wir sozusagen zu erzeugen innerhalb des virtuellen Raums, also indem wir uns in Online-Veranstaltungen treffen und sozusagen die Studierenden bitten, mithilfe von Video ihren eigenen Erkenntnis und Reflexion, ihren eigenen Erfahrungsprozess zu reflektieren. Und auch das ist ein Experiment, ob das funktionieren wird in dem Maße, wie wir das vorhaben. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Und ich habe da auch Zweifel, geht mir wie dir. Aber uns muss man mal ganz praktisch sagen, uns bleibt ja gerade auch nichts anderes übrig. Also das heißt, wir haben keine Möglichkeit, uns physisch zu treffen. Also nutzen wir das auch als einen Forschungsrahmen, in dem wir Erfahrungen sammeln können mit was kann man virtualisieren und was funktioniert eben nicht. Also in jedem Fall hat die Frage zwei Ebenen. Die eine ist die Frage des Wollens und die andere Frage ist die Frage der Möglichkeit. Und wenn Sie nach der Möglichkeit, also wenn Sie nach dem Wollen fragen würden, was da sozusagen immer dahinter steckt, dann würde ich sagen, nee, eher nicht. aber wenn Sie nach der Möglichkeit fragen, würde ich schon sagen, dass das funktioniert. Und ich habe ja auch eingangs gesagt, dass ich selbst da im Sommersemester einige eigene Lernprozesse durchlaufen habe. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich beispielsweise die Forschungswerkstatt, die ich schon seit Jahren anbiete und die einen stark forschungsbasierten Anteil hat, dass ich die komplett virtualisieren könnte. Und es hat funktioniert. Es hat mich selbst überrascht, obwohl ich wirklich eher zu denen gehöre, die sagen, es ist bloß eine Frage der Gewohnheit, der Handlungspraxen, ob wir das entsprechend realisieren können. Und was Sie dann natürlich noch ansprechen, ist natürlich, dass wir, und was auch nochmal durch Corona sehr deutlich wurde, dass wir natürlich innerhalb der Gesellschaft deutliche soziale Unterschiede haben. Nämlich geht es nicht nur um, also Stichwort ist der Digital Divide, den die Medienpädagogen ja auch intensiv auch diskutiert haben, geht es eben nicht nur um Zugänge, auch um Finanzierungsfragen hatten Sie ja angesprochen, sondern für mich ist noch wesentlicher sogar der sogenannte Second Level Digital Divide, der nämlich dann nochmal zeigt, dass es nämlich nicht nur um Zugänge, also physische Zugänge, technische Zugänge und finanzielle Art geht, sondern tatsächlich auch um eine Nähe
zum Medium, also bildungsbezogene Differenzen. Bin ich es gewohnt, ein Medium eher unterhaltungsbezogen zu nutzen oder eher informationsbezogen beispielsweise? Was ist sozusagen die Historie in der Familie? Und das ist auch nochmal eine weitere Unterscheidung, die man da öffnen muss. Also Frage auch des medialen Habituses. Wobei ich da nochmal differenzieren muss zwischen was wandelt sich. Denn interessant ist dabei schon, dass bestimmte Begriffe, und das, mit Absicht habe ich sozusagen die immer wieder genannt, also Stichwort Mündigkeit und Sozialität und auch kommunikative Kompetenz, das sind ja die Dinge, die bleiben. Aber was sich eben wandelt, ist, womit kommunizieren wir und worüber stellen wir, also worüber werden wir mündig, worüber sozialisieren wir uns. Das wandelt sich in immer schnellerer Art und Weise. Und auch da vielen Dank für die Frage, wie man sich das konkret in der Schule vorstellen kann. Denn mit der habe ich gerechnet und habe Ihnen hier nochmal eine Folie mitgebracht. Und finde es besonders anknüpfbar, gerade auch für die Personen, die vielleicht schon sozusagen eine medienpädagogische Vorbildung haben, nämlich wenn man das jetzt mal überträgt und wenn man das zusammenbringt, die Begrifflichkeiten, die normalerweise eigentlich eher so dem digitalen Unterricht, also eher der Informatik zugeschrieben werden und den Begriffen, die üblicherweise der Medienpädagogik zugeordnet werden, dass die sich relativ nah sind, wenn man in diesen Weitwinkel geht, den ich da immer beschrieben habe, wenn es um beispielsweise kommunikative Kompetenz geht oder wenn es darum geht, jetzt in diesem Beispiel Tinkern und Medienkritik sind zwei Ansätze, die einander unglaublich nah sind. Nur sozusagen eben einmal gesehen aus der, also sozusagen mit der medienpädagogischen Brille, und da geht es im Wesentlichen um das Mediale, das produktive Medienhandeln, und auf der anderen Seite eben dann mit der sozusagen technischen Brille in dem Modell etwas weiter unten angesiedelt, wenn Sie sich erinnern, das produktive Technikhandeln. Aber von den Prinzipien, die dahinter stehen sozusagen, das Hinterfragen von Medien, das Hinterfragen von Technik, die bleiben gleich. Gleiches gilt dann entsprechend auch für die Mediengestaltung beziehungsweise für das Coding. Da geht es darum, eigene Erfahrungen zu sammeln und über das eigene Erfahrungen sammeln, also über das Machen, festzustellen, zu erfahren, wie verhält sich ein Medium? Wie kann ich ein Medium beeinflussen? Wie kann ich Technik beeinflussen? Und wie könnten das entsprechend dann auch andere tun, um mich zu beeinflussen? Und das sind, denke ich, also Ansätze, die in der Schule sehr, sehr gut Fuß fassen könnten. Also eben mit dieser Nähe zu den jeweiligen Fächern. Und gegebenenfalls auch zusammen, gemeinsam, wie es die Schweizer machen, indem sie Medien und Informatik zusammendenken. Wir retten TUI mit Milliarden, aber wir wertschätzen unsere Bildungseinrichtung viel zu wenig. Ich sehe nur Chaos, gigantische Unterschiede und keinen nationalen Aufbruch, die Voraussetzung dafür zu schaffen, die Einzelnen zu befähigen, die sich die digitale Gesellschaft zu gestalten, also aktiv sich an der Antwort zu beteiligen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Das ist leider sehr, sehr wahr und das trifft genau den Punkt und auch damit eine ganz große Kritik, aber eben nicht nur seit Corona. Corona ist auch da wieder, fungiert als Brennglas, wie ich es vorhin schon sagte. Das wird deutlich, was wir die letzten Jahrzehnte einfach versäumt haben in den Schulen. Das kann man nicht anders sagen. Es gibt vereinzelt, gibt es Schulen, die da wirklich unglaublich weit sind. Und man sieht es nochmal, das hatte ich ja vorhin nur ganz kurz in einem Satz gesagt, man sieht es nochmal viel deutlicher jetzt, wie groß die Unterschiede sind, beispielsweise eines Stadtstaats wie Bremen, die eine landesweite
Lernplattform, eine gemeinsame haben und andere, die das nicht haben, die dann versuchen, überhaupt ihre Schülerinnen und Schüler sehr umständlich per Mail über die Eltern überhaupt zu erreichen. Also das sind so Kleinigkeiten, an denen sich eigentlich ganz deutlich zeigt, welche Schwierigkeiten bestehen. Und dann natürlich auch etwas, was mir selbst persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich nämlich in den letzten 18 Jahren da intensiv auch immer vor allem in Frankfurt gearbeitet habe, nämlich was die Unterstützung der Schulen betrifft, die also nicht nur eine technische Unterstützung, sondern eben auch eine medienpädagogisch-didaktische Unterstützung, die immer noch, wenn man jetzt sozusagen in der Breite schaut, einfach viel, viel zu kurz kommt. Definitiv. Corona zeigt es, aber Corona hat es nicht erzeugt, das muss man klar sagen, sondern es wird nur noch mal viel deutlicher, als es ohnehin vorher schon war, wo eigentlich die Schwierigkeiten sind. Vielen Dank für die Antwort. Das ist ein sehr treffendes Statement, ja. Ich meine, ich habe ja dazu eine Antwort bereits im Vortrag versucht, dass ich eben gesagt habe, was wichtig ist, erst einmal, dass wir möglichst alle Menschen in die Lage versetzen müssen, das, was um uns herum passiert, zu verstehen. Wenn ganz viele den Diskurs überhaupt nicht nachvollziehen können, der aktuell geführt wird, überhaupt nicht nachvollziehen können, was rechts und links von ihnen passiert, dann gibt es tatsächlich keine Alternative. Und diese Möglichkeiten, die sehe ich eben in solchen Ansätzen wie aktive Medienarbeit, Coding, Tinkering, und Making und solchen Dingen, dass man einfach die Möglichkeit bekommt, selbst Erfahrungen zu sammeln. Wie kann ich Technik manipulieren? Wie kann ich Medien manipulieren? Und wenn ich das kann, dann können das die anderen entsprechend auch. Danke für die Antwort. Ich sehe, tatsächlich hat sich noch ein kleiner Diskurs im Chat entwickelt, aber ich glaube, das ist ganz gut für die Personen, die sich auch untereinander hier vernetzen. Das finde ich ganz toll. Ich denke, mit dem Blick auf die Zeit, Ilka, du hattest angesprochen, 5:45, gehen wir dem Ende entgegen. Das ist spätestens jetzt der Punkt, dass wir vielleicht Thomas tatsächlich nochmal sehr großen Dank aussprechen und uns bedanken für die Zeit, für die Souveränität, wie er auch mit dieser Störung umgegangen ist und danach einfach im Flow weitergemacht hat. Auch das ist Expertise an der Stelle. Und wir haben nochmal deutlich gesehen, was alles sozusagen in diesem Online-Raum passieren kann. Und die Frage, ob sich Studierende den Hörsaal auch so einfach erobert hätten, man weiß es nicht, wie das ist. Aber tatsächlich freue ich mich sehr, dass du das sehr gut und locker mit uns hier genommen hast und tatsächlich nochmal wir den Ende deines Vortrags tatsächlich auch lauschen dürfen. Es wäre sehr schade gewesen, hätten wir dort an der Stelle abgebrochen, finde ich. Also von daher nochmal vielen Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung und für die tollen Fragen.